Daniel, wir sind auf dem Taubenmarkt in Kassel hier, am Ende Oktober. Würdest du den Züchter mal bitte beschreiben, wie es bei dir momentan zu Hause auf dem Zucht- und Reiseschlag aussieht? Ja, also wahrscheinlich im Gegensatz zu allen anderen läuft bei uns momentan die Zuchtvorbereitung. Die Tauben werfen die letzten Schwingen, bekommen aber jetzt schon jeden Tag Avitonicum, RO200, Taubenfit E50 und werden jetzt richtig gedrillt die nächsten 3-4 Wochen, weil dann wird angepaart für die Winterzucht Ende November, Anfang Dezember geht das los. Und wenn ich jetzt heute Abend heimkomme, dann werden die Zeitschaltuhren angeschaltet, sodass die Zuchtvorbereitung endgültig beginnen kann. Wie viele Zuchttauben hast du momentan im Bestand und wie viele Junge züchtest du von jeder Zuchttaube? Das muss ich kurz näher erläutern, da wir mit zwei Schlägen spielen. Meine Tante spielt die Vögel und wir spielen die Weibchen, also teilen wir uns die Jungen auf. Und wir haben also für zwei Schläge insgesamt nur 16 Zuchtvögel in unserem Bestand. Und da tut jeder Zuchtvogel so 7 bis 9 Runden mit jeweils 3 Weibchen machen. Also so, dass man ja, 16 bis 20 Junge pro Vogel hat mit 3 verschiedenen Täubchen. Das musst du uns mal genau erläutern. Wie geht das vonstatten? Ja, wenn wir jetzt anpaaren, Ende des Monats, dann werden die ersten Reisetauben, ein Abteil mit 20 Paaren, wird mit diesen 16 Vögeln angepaart. Die Zuchttauben legen ihre Eier ab, die werden sofort weggenommen. So wie das zweite Ei fällt, werden die umgelegt. Da wird auch nicht geguckt, ob die befruchtet sind, die kommen einfach weg. Dann legt das Weibchen direkt ein zweites Mal und dann gehen die Eier ins nächste Reiseabteil über und dann werden die wieder getrennt. Dann kommt das zweite Weibchen dran an den Vogel. Dann machen wir dasselbe Spielchen wieder. Die Täubin legt zweimal Eier ab und die werden zweimal umgelegt. Und so machen wir dann mit der dritten Täubin auch noch mal. Und dann fangen wir bei der ersten wieder an. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ist eigentlich simpel, hat aber den Vorteil, dass wir im ersten Jahr bei einem Vogel sofort wissen, ist er in der Vererbung stark oder schwach. Weil wenn ich mit 3 verschiedenen Täubinnen bei 16 Stück keine mehr übrig habe, nach der Jungreise, weder die Vögel auf dem einen Schlag noch die Weibchen auf dem anderen, dann kann ich den Vogel getrost wieder vom Zuchtbestand wegnehmen. Beschreib mal bitte deine Vorgehensweise zur Wiedereinführung der Saison bei den Reisetauben. Wenn die Reiseweibchen und auch die Reisevögel bei meiner Tante, wenn die jetzt im Winter die Jungen gezogen haben, werden die getrennt und dann kommt der eigentliche Winter für diese Tauben. Das heißt, die werden dann runtergefahren im Februar, kommen Ende März, Anfang April raus, werden intensiv dann antrainiert, kriegen dann auch mal so 3 Wochen am Stück, sage ich einfach mal, Hexenbier mit Avimizin, um die Atemwege frei zu kriegen, um eine Grundkondition in die Tauben zu kriegen. Dann kommen sie auch täglich raus, ne? Und dann wird das Futter auch umgestellt, dann bekommen sie auch schon ihre Sportmischung. Ja, und dann mache ich so, dass, wenn das Training richtig beginnt, gibt es mal so einen Samstag, tolles Wetter, und dann fange ich an, morgens 7 Uhr, Weibchen einkorben, auf 10 Kilometer weg, die kommen zurück, springen ein, werden gerade wieder eingekorbt, gehen auf 25 Kilometer, kommen zurück, springen rein, werden gerade wieder eingekorbt, gehen auf 40 Kilometer und dann bin ich an einem Samstag, habe ich die Tauben sofort auf dem Level und dann kann ich sofort mit den Vereinskameraden anfangen, gemeinsame Trainingsflüge zu machen. Daniel, beschreib uns mal bitte, welche Tauben zur 4. Deutschen Meisterschaft maßgeblich beigetragen haben. Das ist eigentlich ganz einfach, es sind alles fast dieselben Tauben, sie kommen alle aus demselben Loch, genauso wie die Olympiatäubin, die wir dann auf die Zucht gesetzt haben, die dann in 2015 und 2016 gespielt wurde. Und davon sind es eigentlich die Geschwister, Halbgeschwister und ja, das sind eigentlich alles dieselben Tauben fast, gehen auf die alte Jansen-Basis zurück, habe ich einen alten Vogel, alles Wittoger und Merksblut ist es noch und der ist gepaart mit einer selbstgezogenen Täubin. Von dieser Täubin haben 9 Geschwister einen ersten geflogen und jetzt schon wieder, ich weiß nicht, dieses Jahr allein 4 Kinder einen ersten von ihr geflogen auf unserem Schlag. Das ist alles so eine durchgezogene Linie. Da haben wir uns jetzt auch drauf spezialisiert, weil wir gesagt haben, warum soll ich Tauben kaufen, wenn ich im eigenen Bestand so super Zuchtpaare momentan habe. Und da haben wir von denen gezüchtet und bauen die jetzt wieder in die Zucht ein. Ich denke, das ist vielleicht ein guter Weg, wenn man die Tauben, die am eigenen Schlag spitze sind und wenn man dann so einen Wahnsinnserfolg hat wie die letzten 3-4 Jahre, dass man dann das weiter selbst ausbaut, ohne einfach Tauben sich zu holen, die man nicht kennt. Wir holen auch 1-2 Mal im Jahr eine Taube, das machen wir,
Aber erstmal spezialisieren wir uns auf das, was wir zu Hause haben. Und das ist einfach im Moment die Linie vom Olympia-Weibchen. Und die fliegt jetzt seit wirklich 4, 5 Jahren, fliegen die super. Und vom alten Stammpaar haben wir jetzt in der 5. und 6. Generation 2-Jährige, einen mit 13, 13, den Vogel bei meiner Tante und bei mir ein Weibchen mit 13, 12. Und mit diesen Tauben kann man im Moment sehr, sehr gut arbeiten.